I'm a big stepper. Bin ich weit vor. I'm a big stepper. Look, ich kick off. Nur halb vorbei, lieber. Freunde, man sieht es jetzt schlecht, aber erst Icon League Auto. Ist jetzt rübergezogen. Aber sah fresh aus, ne, die Karre? Natürlich. Sah fresh aus. Hast du das Trikot an? Weil Habibi Anton halt unterstützen. So, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr uns lernen kennen könnt, wir sind in Köln. Es steht an, der erste Spieltag in der fucking Icon League, Bro. Wir sind hyped. Bist du auch hyped? Übelzeit. Vor allem das erste Mal, ich glaube, das haben wir vor ein paar Monaten auch gemacht, dass wir länger als eineinhalb Stunden irgendwo waren, aber das Ding geht ja heute richtig lang. Ja, heute soll der Lachs um 3 Uhr anfangen, bis 9, 22 Uhr gehen. Ja. Das Spiel von Anton wird, so wie ich gelesen habe, 21 Uhr sein. Also wir haben ein fettes Programm heute. Schnappt euch was zu essen, zu trinken. Genießt den Vlog. Wir sehen uns gleich in der Arena, Freunde. Wir sind jetzt gerade so ein Scooper dahin geklatscht. Da sind wir doch, da sind wir doch. Guys, wir sind drin. Unsere Tickets waren nicht gefälscht. Hallo, vamos. Es wird ernst. Ja? Doch? Bruder, was deine View, ja? Das sieht ja... Digga, wir können ja gefühlt mitspielen. Dauert nicht mehr lang, Freunde. 10 Minuten noch. Dann geht das Spektakel los. Abo Anton, mein Bruderland. Viel Glück, Leute. So. Jetzt geht's los, Bruder. Also die Tickets sind schon wirklich gut, ob die Scheiße lassen, mal geht's auch. Freunde, da hat sich irgendwann mal ein verstinktes Zimmer einfach hingesetzt in Berlin. Und dann ist das draus entstanden. Ist das klar? Boah. Ich glaube, ich könnte jeden Einzelnen, der heute hier ist und der sich das anschaut, wir werden euch was bieten, versprochen. Schön gesagt. Ja, wir kann die Vorstellung so weiter. Der macht Sitze immer noch mit maximalem Gänsehaut. Jubel! Das ist schon dieser Flex, einfach mit der eigenen Musik reinpasst, Alter. Das ist einfach cool, das ist einfach. Und hier kommt Luciano Spiel, Digga. Hat das Drip. Wir haben das erste Tor des Abends. Wir haben hier 4 Zeichen für Berlin City. Die war gerade nochmal ab. Sehr gut. Jetzt feiert. 6:1. Was sagst du? Ey, am Ende haben die einfach nur noch Kinder verarscht. Ja. Also, boah, die haben sich schon an die Wand geschoben. Keine Chance, keine Sonne. Ein Ehrentreffer noch auf dem Glück.
nächste Spiel ist ja komplett auf Feier. Sieh mal die Teams. Aktueller Stand 2:2. Ein bisschen spannender als eben, wa? Ja, eben stand doch. Jetzt 2:2 jetzt. Oh! Ich bin 3:2. Immer die Jolo. Einige sind hier schon vorne, das ist echt. Und Schwarz. Also, Berlin hat er doch schön hier. Geht Schlag auf Schlag, steht 4:3. Finch asozial da hinten in der Kurve am Durchdrehen. Mal sehen, was der Ding hier noch reinkommt. Das dritte Spiel ist heute knapp. Serious United kommt erstmal hier rein. Gott, die haben da hinten auch so eine Choreo. Choreo. Und die Gegner. Und Dorios, City United. Haben die sogar eine eigene Einlaufmusik? Jetzt war das jetzt die eigene, ne? Ist das jetzt ewig Jello-Team oder was? Nein. Warum die alle Nummern? Mit ewig Jello. Kavi ist jetzt auch drin. Jetzt ist komplett gezaubert. Jello muss ja was einfallen lassen. Die Zaro kann es auch noch, wa? So, das nächste Spiel ist zu Ende. Players United gewinnt hier mit 4:2 gegen Jella und Bondi. Was sagst du zum Spiel? Das letzte Wort. Danach los. Ja, ich glaube, dieser Fehlpass war Knickbruch, glaube ich, am Ende. Aber er hat sich fast zurückgekämpft und dann bei so einem Gegner dann so gehört. Wo sind die Two-Stars-Fans? Also auch so ein OG. Two-Stars hier gegen der Robbe. Und Wolffuß. Jetzt kommt auf zu erzählen. Jetzt. Genau. Also ich persönlich habe schon echt Bock auf der Rolle. Bis da kommt eine Minute 1. Das ist ein geiles Match. Das Spiel ist auf jeden Fall wie erwartet spannend. Schlag auf Schlag. 1:1, 1:2, 1:2. Mittlerweile haben wir bei 3:3. Wie sollst du aus? 6:6? Der Roll ist gemacht, jetzt sind wieder von 5 Sekunden 2 Tore gemacht. Von 3 auf 5, geil. Ich hab das in die erste Verlängerung getan. Eine Minute in der Verlängerung ist rum, das heißt, beide Mannschaften müssen durch einen Spieler abgeben. Jetzt 3:3. Damit wieder eine Minute rum ist. Geht einer runter, Goal. Und wir haben einen Sieger. Perfekt. Bodies, Get Robs, der Roddes, wann hat man das Bild mal? Hi, Bowie Kusser mit Konzept City. Aber Freunde, wir haben jetzt folgende Situation. Es ist unentschieden. Von Baskard ist einer runtergeflogen, das heißt, wir sind schon zu dritt. Wenn wir jetzt noch ein Spieler von den Tunnel, dann haben die hier 4:2. Und dann können wir eigentlich auch gefroren sein, wenn das Ding ist. Oh, wow! Dann gehen die auch schon direkt in Führung.
Ah ja. Schmack auf was, Alter. Ja, perfekt gepasst. Team Bowser City United trinken das Spiel 4-2. Da muss eigentlich jeden Fußballfan Herz aufgeben, oder? Also, wurde eben gesagt, es sind erst 58 Tage her, seit dem Viertelfinale Deutschland. Aber trotzdem. Ein Gruftapplaus von Toni Kroos! Den Mann noch mal kicken sehen. Ja. Der Fliegel! Ja. Einfach. Guter Fuck, ey. Bitte, Spider-Fucker. Doch Freunde, wir haben die dritte gegen Toni Kroos vor GTA 6. An dieser Stelle. Oh, Toni zieht hier direkt ins Büro. Dritte gegen Toni. Bitte. Oh! Also Toni zieht komplett aus frei hier. 2-0. Der Torwart auch schon mal. Strahl. Euch zwei haben die Brüder hier gewonnen, oder Toni. Für mich wird auch Favoriten bis jetzt, was ich gesehen habe, mit Berlin City zusammen, oder? Wieso sagt 5-2, die gewinnen 9-2. Ja. Für das letzte Spiel des heutigen Tages. Wow, das ist crazy aus. Let's go. Hier kommt das Grab der finalen Feinde. Darauf haben wir den ganzen Abend gewartet. Anton! Bei Brief! Wer hätte gedacht, dass wir nochmal Franck Ribéry spielen sehen? Was nochmal? Wer hätte gedacht, dass wir Franck Ribéry mal spielen sehen? Ja, ist so. Thank you.
Ey, können wir Foto machen? Ja. Das ist das letzte Spiel. Ich Freunde, keine Ahnung, was hier abgeht. Gefährlich damit Maske. Mal gucken, was sich war der drauf sicher. Also bis jetzt echt beide Tore. Das ist so krass, Alter. Steht 0-0 gleich Halbzeit. Das war alles geil. Ja. Ja, tatsächlich Halbzeit. Das bleibt dran. Oh, jetzt. Aha. Und jetzt den Konter laufen. Stark. Legt aber in die Mitte. Stark. Fuck. 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 Und jetzt? Boah. Jetzt laut wieder. Endlich Leben im Konter. Ja, okay. Oh, jetzt bin ich ganz. Am Hasen hier, Alter. Komplett reingeschabbert. Wenn noch mal Blick. Tag. 3, 2, 1, auf los! Was eine Welt, Bruder, ja. Deswegen die letzten Worte der beiden Präsidenten. Ja, als erstes natürlich mal, wir wissen oder wussten ja, dass ein langer Tag werden wird und dass viele Spiele anstehen. Und das erste Kompliment gilt euch allen, allen, die hier sind, allen, die den Stream treu waren den ganzen Tag. Wenn ihr eingelegt, treu bleibt, dass ihr schaut, dass ihr vorbeikommt. Wir versuchen, ja, euch die Fußball, die wir anbieten, einfach näher zu bringen, dass ihr Spaß habt, dass wir Spaß haben, dass alle Spieler Spaß haben. Und ich glaube, das haben wir heute geschafft. Also, danke Köln! Wir haben uns noch bei Haus des Döners was zu essen geholt. Haben immer noch, auch noch Zuschauer von uns getroffen. Ne? Also, schöne Grüße gehen raus. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Freunde, der Event war, es ging nicht besser, es war eine 10 von 10. Ey, ich sag dir ganz kurz, was für Baller dabei waren. Ja, also locker, Freunde, locker alle, mindestens Region-Niveau. Locker, locker. Und drüber, Region drüber. Also die waren alle so fit. Das war eine Intensität drin und wir kennen das ja selber aus dem Fußball. Damals in Hallenturnier, Freunde, 24 Minuten, also klar, mit 2 Minuten unterbrechen. Das war crazy von der Ausdauer, so ihr wisst gar nicht, in der Halle, ohne Witz. Und die sind alle fit, die rennen, Alter. Und Respekt an jeden einzelnen Spieler, Freunde, wirklich, also ganz groß Lob. Und Eli ist einfach ein Macher. Genau, wie gesagt, Freunde, man hat es heute wieder gesehen, was im Leben so möglich ist, ne? Wenn man einfach dranbleibt, an seine Träume glaubt. Wer hätte Edi vor 3-4 Jahren einer gesagt, dass er hier mit Toni Kroos eine Halle füllt von 20.000. Ne? Wie gesagt, Freunde, bleibt auch bei uns dran. Würde uns freuen. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Haut rein. Hop inside an Audi, then I did the dash.